ab heute startet die Marathonvorbereitung. Zweiten Woche, dritten Woche, Woche 4, Woche 5, Woche 6, siebten Woche, Woche 8, neunten Trainingswoche, zehnten Woche, elften Woche des Marathontrainings. Wir haben es fast geschafft. Noch 3 Tage, dann geht's los. Deswegen wird der Vlog auch etwas kürzer. Also nur 3 Tage. Montag, Dienstag, Mittwoch. Und am Donnerstag fängt dann quasi der Marathon-Vlog an. Also dann quasi auch schon der Flug dahin. Was die Tage davor so passiert. Was am Tag noch alles passiert. Und was den Tag danach noch passiert. Ich bin furchtbar aufgeregt. Ich komme gerade aus dem Call mit Mizuno und habe das Team ein bisschen mehr kennengelernt. Ja, kann es einfach kaum erwarten. Freue mich einfach nur extrem auf die Zeit. Heute ist natürlich Rest Day, weil gestern der 25-Kilometer-Lauf war. Und deswegen gibt es heute erstmal Entspannung. Später treffe ich noch meine Mama und an sich ist heute dann wirklich nichts mehr geplant. Runterkommen, sortieren, was brauche ich für die Reise. Einfach die Vorfreude vielleicht auch ein bisschen genießen, die ist immer sehr schnell vorbei. Ich habe gestern auch noch mal ein paar Gels ausprobiert, unter anderem Green Apple und ich muss sagen, ist jetzt nicht meine First Choice, leider. Ich dachte, es schmeckt so ein bisschen wie Apfelringe. Ich habe mir aber schon die rausgelegt, die ich mitnehmen werde. Preparation Highest Level. Also 5 Gels habe ich natürlich wieder geplant, wie in Berlin auch. Wir nehmen 3-mal Vanille mit. Einmal schwarze Johannisbeere und da ist ja auch ein bisschen Koffein drin. Und dann nehmen wir ein Hydrogel mit. Das ist im Geschmack Orange, also ist ein bisschen flüssiger und da ist auch ein bisschen mehr drin. Und ich habe gedacht, ich nehme noch so eine kleine Flasche mit, die ich jetzt auch bei den Langläufen immer mit hatte. Nur da fülle ich einfach ein bisschen Wasser rein, weil ich glaube, es ist ganz gut, wenn gerade keine Wasserstation in der Nähe ist und man trotzdem gerade ein Gel aufmacht, dass man danach so einen kleinen Schluck Wasser hat. Das tut eigentlich immer ganz gut. So, eigentlich laufe ich ja heute nicht, aber Millie läuft. So, Millie ist schon fertig und deswegen fahre ich auf dem Fahrrad mit. War nicht meine Idee, ich wäre hier drin geblieben und hätte nichts gemacht. Bisschen dann die frische Luft, wir haben schon so viel gearbeitet. Ja, das ist eigentlich eine super Idee und es ist auch kein Regen, das heißt, es ist sehr trocken auf dem Fahrrad. Und dann haben wir noch ein bisschen Bewegung. Und ich habe heute gedacht, ich ziehe meine pinke Leggings an. Ich glaube, ich hatte wenige Male in meinem Leben erst eine pinke Leggings an, die richtig knallpink ist. Aber ich glaube, das sieht ganz cool aus. Ja, ich habe einen Pullover an und eine Jacke und mir ist kalt. Jetzt laufen wir an der Leibniz-Uni vorbei. Zweite Runde. Wir laufen jetzt die zweite Runde hier vor allen Dingen auf dem Fahrrad. Bis gleich nochmal. Ich bin jetzt gerade dabei, die Koffer zu packen und ich habe hier die Startnummern von Amsterdam gefunden. Irgendwie packe ich die mal hier rein. Und aus Mallorca. Und dann wird wohl jetzt noch einer aus Japan dazukommen. Und ein Tipp, den ich euch geben kann, packt immer einen AirTag in eure Koffer, damit ihr auch immer wisst, wo der ist, falls ihr mal verloren gehen sollte. Der letzte Tag dieser Marathon-Vlog-Serie. Ich bin schon fleißig am Packen und habe aber noch ein ganzes Stück vor mir. Das ganze Wohnzimmer liegt voller Sachen. Es ist ein heilloses Chaos hier in dieser Wohnung. Deswegen habe ich auch vergessen, den Lauf mitzufilmen. Und zwar den letzten Lauf vor dem Marathon. Ich bin wirklich super easy gelaufen. Also ganz langsam, entspannt und ja, einfach noch ein guter Abschluss, bevor es dann an die 42 Kilometer geht. Ich habe die Laufschuhe auch schon sauber gemacht und in den Handgepäckskoffer gepackt. Und hier kommt nochmal ein Tipp. Wenn ihr zu einem Lauf-Event liegt und aber auch Gepäck aufgibt, dann kann das gerade beim Umsteigen, wenn es zum Beispiel Langstreckenflug ist, auch mal abhanden kommen. Das ist natürlich jetzt nicht immer so der Fall, aber sollte es mal passieren, habt ihr eure Laufschuhe und auch euer Laufoutfit im Handgepäck und deswegen ist man da immer auf der sicheren Seite. Genauso wie die Gels, die werde ich auch ins Handgepäck packen. Wir waren gerade mal kurz unterwegs und haben was für den Flug morgen gekauft. Ja, Oliven. Ich mag halt süße Sachen nicht ganz so gerne, gerade unterwegs und deswegen wollte ich mir ein paar Oliven mitnehmen. Und Hustenbonbons, das war tatsächlich ein Tipp von Millie, wenn man mal so einen
Husten anfangen, einfach ständig bekommt, dass das dann auf jeden Fall helfen kann. Und dann halt die üblichen Kandidaten, einfach so ein bisschen Weingummikekse. Und ich hatte gerade noch extrem Lust auf Aioli mit Baguette, deswegen ist das jetzt noch unser Abendbrot. Ich habe tatsächlich heute Morgen nicht mal einen Kaffee getrunken, ich kann es kaum glauben. Das ist echt wirklich sehr konfus heute. Und nach dem Laufen habe ich einfach nur so ein Ofenbaguette gegessen und danach tatsächlich noch ein Eis. Und das war es tatsächlich auch schon. Ja, für uns heißt es jetzt weiterpacken, früh schlafen gehen und dann sehr früh aufstehen gegen 5 Uhr. Ja, und dann geht die Reise los. Wir sind circa, ich glaube, von Haustür zu Haustür. Wie lange sind wir denn unterwegs? Ich glaube, so an die 25, 30 Stunden. Für alle, die traurig sind, dass diese Vlogserie jetzt zu Ende geht, dann könnt ihr euch im März auf eine neue Vlogserie freuen. Und zwar nehme ich euch mit die 4 Wochen, die uns noch übrig bleiben, bis zum Berlin-Marathon am 2.4. Der ist zwar nur 4 Wochen lang, weil uns mehr Zeit nicht bleibt, aber trotzdem geht es da quasi weiter mit einem Halbmarathon. Und ja, ich freue mich natürlich immer über Feedback und wir sehen uns dann zum Marathon-Video aus Japan wieder.